Als letzte Station auf meiner Reise fischte ich im Zentrum Neuseelands Südinsel. Am sogenannten Arthur's Pass erlebte ich eine einmalige Fischerei auf Regenbogenforellen. Schön gefangen mit Fessenkehlnymphe. Ach, wie schön. Was für ein schöner Fisch. Und somit endete meine Fliegenfischerei in Neuseeland. Jetzt gibt's noch 2 Tage, die wir haben. Da müssen wir irgendwie Delfin schwimmen und Sightseeing und so Käse. Das dachte ich zumindest. Aber nur ein paar Stunden vor meinem Rückflug nach Deutschland rief mich dann mein Kumpel Brandon nochmal an. Hey Simon, it's Brandon. I know you're leaving tomorrow, but I found out about this amazing lake with giant perch in it. You've got to check it out, bro. See ya. Und somit machte ich mich ein letztes Mal auf den Weg, um Brandons geheimen Barschsee auszuchecken. Holla die Waldfee! What the fuck? Okay, okay. Guter Fisch. Also wenn das ein Barsch ist, glaube ich, ist das mein neuer Rekord. Das ist kein Barsch. Alter, das ist eine Forelle. Schwede!
Brandon, für den Tipp. Ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wenn ihr noch nicht abgeschaltet habt, dann schaut mal bei dem Video in der Beschreibung. Da findet ihr Links zu den Produkten, die ich in dem Film gefischt habe. Und jetzt viel Spaß beim Fischen.